Dimmer einstellungen. Sie wollen den Dimmer per Magnet einstellen. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können Minimal- und Maximalhelligkeit einstellen oder zweitens den Dimmmodus RL oder RC. Jetzt stellen wir die Maximal- und Minimalhelligkeit einstellen. Das geht so: das Magnet an Apparat und Dimmer heben zweimal, bis die Taste blau leuchtet. Für die Minimalhelligkeit drücke ich kurz die Minustaste und für die Maximalhelligkeit zum Einstellen drücke ich kurz die Plustaste. Ich starte mit dem Minus, mit der Minimalhelligkeit. Ich kann jetzt mit lang draufdrücken auf Plus und Minus die Lampe dimmen, bis ich denke, dass es passt. Ich denke, das ist gut, Minimum ist eingestellt. Jetzt Maximalhelligkeit kann ich erreichen. Ich drücke kurz aufs Plus, tue auch wiederum mit den Tasten Minus und Plus das Maximum einstellen und mit Magnet kurz eine Taste an Apparat heben, tue ich die Einstellung bestätigen. Das Gute ist, da am Zweikanal-Dimmer kann die Einstellung für jeden Kanal separat eingestellt werden. Jetzt stellen wir den Dimmmodus ein. Es gibt zwei Modi, den RC und den RL-Modus. RC, das ist der Phasenabschnittsmodus, der wird am meisten gebraucht, ist am meisten gängig zum Verwenden. RL, das ist der Phasenanschnittsmodus, kann auch gewählt werden. Dort einfach beachten, dass nicht so viel Leistung gedimmt werden kann. Gut, mit dem Magnet an Dimmer, einmal, zweimal, dreimal kurz anheben und mit der blinkenden Taste wird gerade angezeigt, was für ein Dimmmodus gerade eingestellt ist. Minus ist die Werkseinstellung, ist RC. Plus ist die Einstellung RL. Ich kann jetzt so die Einstellung wechseln, RL oder RC. RC eingestellt. Um jetzt zu schauen, ob das ein guter Modus ist, kann ich mit Plus- und Minustaste, wenn ich lang drauf drücke, die Lampe dimmen und schauen, ob das Leuchtmittel gut sich dimmen lässt. Das ist da gut. Ich könnte jetzt aber auch wechseln auf RL, wieder schauen, ob sich es gut dimmen lässt und die Einstellung so lassen und übernehmen, indem ich das Magnet wieder kurz anhebe. Die Einstellung ist jetzt übernommen. Das Gute ist beim Dimmer, beim Zweikanal-Dimmer, dass die Einstellung für jeden einzelnen Kanal einstellbar ist.